Guten Abend, liebe Leute. Heute ist Dienstag und heute wird es nicht viel um Starcraft gehen. Heute wird es um Handball gehen, uh, um zwei Sachen. Und zwar einmal allen voran, es ist so geil, sich ein Handballspiel anzugucken und die Schiedsrichter sind einfach gut. Es ist so schön, Leute. Alter, Falter. Ich habe gerade halt ein Spiel wegen der Kamera geguckt. Ne? Im Prinzip wollte ich eigentlich nur die Kamera testen, aber ich habe gerade das Spiel von unserer Frauenmannschaft, ein Auswärtsspiel, geguckt und da waren einfach zwei Schiedsrichter. Den einen davon kenne ich auch, weil ich früher gegen ihn gespielt habe und mit dem zusammen schon mal einen Trainerlehrgang, Schiedsrichterlehrgang gemacht habe früher. Also den kenne ich auch schon seit 15 Jahren oder so seinen Kollegen nur so vom Sehen. Aber die beiden sind einfach schön Dritte-Liga-Schiedsrichter und pfeifen Landesligaspiel in der Woche schön abends bisschen pfeifen und das ist so geil, wenn die so souverän den ganzen Scheiß da durchpfeifen. Ein Traum. Das als erstes, dann Punkt zwei, das warum ich eigentlich da war, nämlich die, die Kamera. Und äh, ich habe euch ja schon gesagt, dass die ursprünglich dieses Futsal nur drauf hatte. Äh, ich habe es heute noch, oder die, die Streaming-Firma hat denn heute noch mir einen Code geschickt, dass ich die Handball-KI noch drauf machen kann. Ich muss allerdings sagen, dass es keinen so großen Unterschied gemacht hat. Also ich habe ihn nicht genau gemerkt. Ich muss natürlich, ich werde mir noch mal die Videodateien angucken, ob sich da irgendwelche großen Unterschiede geben. Aber ich habe im Prinzip die gleichen Probleme bemerkt. Ähm, beim Handball gibt es ja vor allem so Situationen wie den 7 Meter, der immer mal wieder vorkommt. Und beim 7, Also, ich weiß, die Frage ist halt, wie, wie fokussiert er das Bild? Und ich glaube, er fokussiert das Bild auf den Punkt, wo die meisten Leute sind. Und wenn sieben Meter auf der einen Seite ist und die, das Team, das, das wirft, sich schon in die Abwehr stellt, dann stehen da die meisten Leute. Weil in der Mitte des Feldes stehen auch noch mal ein paar, die schon den Anwurf machen oder so, und ein paar sichern halt ab. Aber die meisten Leute stehen halt auf der entgegengesetzten Seite des Balles. Und deswegen schwenkt die Kamera einfach dahin. Und da vorne ist ein 7 Meter. Und dann denkst du dir so: Wie, wie ist das? Das ist eine, eine so krasse, also eine Schlüsselszene in, in jedem Handballspiel, die, die fünf bis zehn Mal oder so vorkommt. Und das kann die KI nicht. Das ist schon ein bisschen traurig. Und das nervt auch. Was auch ein ähm, bisschen uncool ist, ist, dass, glaube ich, dieser 180-Grad-Sensor, der halt das ganze Spielfeld scannt, wo was passiert und so, dass der halt, glaube ich, eine relativ geringe Rate hat an Aktualisierung. Weil man merkt sehr oft, dass das Bild so einigermaßen Richtung Tor geht, aber wenn der Ball dann nach außen geht, und zwar auf der Seite der Kamera, da nach außen geht, dann schwenkt die Kamera nicht rum. Und die bleibt im Prinzip so, dass der linke Rand dann quasi noch so das Tor zeigt und alles, was links daneben passiert, ist halt außerhalb der, der Sichtreichweite. Und das ist auch ein bisschen nervig, weil, naja, du siehst halt dann einfach nicht. Du kannst äh, keine guten Aufnahmen von außen haben. Du siehst nicht, ob das ein Foul ist, vielleicht im Nachhinein, wenn da irgendwelche äh, Schiedsrichter-Lehrvideos draus gemacht werden sollen und sowas. Dementsprechend sehr schlecht und andersrum natürlich auf, auf der gleichen Seite. Also die, die Zor. Kameragewandten Hallenecken quasi, die werden nicht so richtig äh, abgedeckt. Na, ist so wie hier. Ja, ihr, se ihr seht, dass ich hier was mit den Händen mache, aber die Kamera realisiert das auch nicht. Genauso. Genauso ist das mit der Kaida. Nur, dass dieses, diese 180-Grad-Kamera das im Bild hat, aber es einfach nicht schnell genug abtastet, als der Ball nach außen geht und dann geht er wieder zurück. Ähm, also im Moment bin ich fast der Meinung, dass es. Fast sinnvoller ist, sich zwei fest installierte Kameras zu nehmen. Eine auf die Seite des Spielfelds, eine dahin. Und dann hast du zwei Kameras, die in beide Richtungen gucken. Und du schaltest einfach manuell hin und her. Ja, dir fehlt die Mittellinie. Interessiert sowieso keine Sau. Aber du hast das ganze Spielfeld drauf, so wie es sein soll. Und kannst einfach hin und her schalten. Fertig. Das ist auf jeden Fall, würde ich das gut finden im Vergleich zu dem, wie diese Kamera funktioniert. Denn die ist, äh, ja. Schwierig. Also manchmal weicht sie halt auch komplett ab, denn ist irgendwas passiert, faul oder so, dann bewegt sich der Schiedsrichter in der Mitte an der Mittellinie, auf einmal geht die Kamera zur Mittellinie und die spielen schon weiter. Dann siehst du halt nicht, was passiert. So, so, so Sachen, da sind halt noch sehr viele Schwächen drin und ich bin gespannt, ob man das vielleicht Ende der Saison nochmal testet oder so oder ob da irgendwann Updates kommen oder so. Oder ob vielleicht auch einfach das Problem, die Halle ist. Denn ich habe wieder, ich hab den Hinweis bekommen, dass es möglichst drei Meter von der Auslinie weg sein soll. Aber sagen wir ehrlich: In welcher normalen Sporthalle hat man drei Meter von der Auslinie und dann in Höhe der Mittellinie freie, freie Sicht? Also theoretisch hätte das da geklappt, weil die hatten so ein, ja so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, so ein, so ein erhobenes Ding, wo halt, wenn die erste Herren spielt, die Oberligamannschaft, da werden die auch von da aus filmen. Aber ähm, das ist ein anderer Verein und diese, wie also Tribüne, wie soll ich das nennen, äh, die gehört halt dem anderen Verein. Das heißt, die haben Schlüssel dafür und äh, der Verein, der da jetzt gespielt hat, der die Damenmannschaft hat, der konnte da einfach nicht rein, deswegen konnte ich da nicht hoch. Ähm, also von da aus wäre es wahrscheinlich noch besser gegangen, weil das natürlich auch ein Problem sein könnte, dass er nicht so richtig das Spieler kennt, weil er denkt, okay, du bist nicht auf der Mittellinie, wo muss ich denn jetzt hin? Scrollen und sowas, aber ja. Soviel dazu. Also ich würde dem Ganzen so eine 4 plus geben vielleicht als Schulnote. Es, es macht so die Basics, aber da ist noch viel, viel Luft nach oben. Und ja, ich muss auch mal fragen, was ich da jetzt von verarbeiten darf. Ich werde auf jeden Fall, werden die mich auch fragen, da gehe ich relativ sicher von aus, hey, gib uns mal die Videoaufnahmen und sag uns mal, was du dazu denkst, weil wir haben dir das ausgeliehen. Dann sage ich ja, okay, dann will ich das aber äh, öffentlich machen auf YouTube. Und ihr müsst mir das erlauben, weil, naja, ich bezahle die Versandkosten und so. Und äh, äh, ja, die wollen natürlich, dass ich dafür arbeite. Denke ich mir so, muss ne? ich mir mal überlegen. Ähm, aber ich hoffe, dass ich dann so, ein, so eine kleine Analyse-Session noch machen kann, irgendwie, und die hochladen kann und darf. Aber wie gesagt, das muss ich abchecken. Erstmal ist der Test vorbei. Donnerstag bringe ich die Kamera dann zurück, äh, weil sie die am Wochenende wieder brauchen. Und ja, dann war es auch für heute. Der kleine Handballausflug zum Thema Schiedsrichter war geil und die Kamera ist so meh. Ja, okay, aber auch nicht viel mehr. Und dafür, dass sie, ja, also dafür, dass es Stativ, ja, ist ja nicht die Kamera, ist ja nur das Stativ. Kamera muss man auch selber draufbauen. Das Stativ kostet irgendwie 1500, glaube ich, plus Steuern. Also, ja. Ist teuer. Und dafür würde ich mir das nicht holen, in der Situation, in der wir sind, in der wir. Ja, 13, 14 Spiele im Jahr machen, das lohnt sich noch nicht so richtig. Da müsste man das schon wirklich vereinsmäßig komplett einsetzen und immer zu Auswärtsspielen mitnehmen, damit man das selber analysieren will und sowas. Also da gehört noch ein bisschen mehr zu. Gut, genug für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Kommt gut in den Mittwoch, morgen Abend, oder nee, morgen Nachmittag geht es schon los. Morgen Nachmittag, 15 Uhr, 8. Liga. Morgen, direkt im Anschluss wahrscheinlich, geht es dann los mit Liga Nummer 1, mit äh, ähm, Ruben und mir. Vorher sind Guto und Herold wieder im Einsatz. Und ja, dann. Haut rein. Oder so.